Hallo und herzlich willkommen. Wie du auf den Fotos siehst, habe ich für euch noch letztes Jahr im Dezember vorbereitet so eine Mütze. Mütze mit Kragen, das ist sowas ähnliches, was ihr schon einmal gesehen habt mit den Knöpfen hier vorne. Das habe ich jetzt so gestrickt, dass das ganz schön locker am Kopf liegt. Du kannst natürlich hier, bevor du das zusammennähst, kannst hier Öffnung lassen und etwas breiter Schnur reinziehen, um das hier so einen Knoten zu machen, ziehen und bis, Knoten zu machen. Es ist im Grunde genommen das Einfachste, die einfachste Methode, die ich für euch hier vorbereitet habe. Es gibt die Mützen auch, kann man die auch machen mit runder Stricknadel. Da strickst du hier von unten nach oben und dann in Reihen. Das heißt rechte Seite und linke Seite. Ich habe jetzt die einfache Methode für euch vorbereitet, für die von euch, die zum Beispiel nicht in Runden stricken können. Das ist hier genäht und auch hinten. Sieht zwar nicht ganz toll aus mit dem Genähten, aber wie gesagt, das ist für Anfänger von euch, die erst lernen zu stricken und möchten irgendwelche Projekte schon anfangen. Das ist das Einfachste, was gibt. Wir müssen hier... Natürlich mache ich mit euch jetzt gleich eine Skizze. Bevor ich das mache, würde ich euch sagen, das ist die alte Skizze hier. Ich habe hier 52 Maschen angeschlagen. Hier habe ich mit 52 Maschen gearbeitet. Mit Stricknadeln in der Stärke 3. Die Wolle, das sind Reste. Das waren wirklich Reste, die ich noch da... 2 oder 3 Kugelchen habe, ganz kleine. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, was das für Wolle war. Mit der Wolle, was ich jetzt mit euch stricken würde, da erkläre ich euch alles und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe mit 52 Maschen angefangen. Wir stricken kraus rechts. Alles kraus rechts bis... Vielleicht zeige ich dir das so. Das Ganze strickst du kraus rechts. Hier musst du Maschen abnehmen, dazugeben. Alles zeige ich dir. Ich habe jetzt hier, wenn ich diesen Umschlag gemacht habe, hier habe ich mit Stricknadel in der Stärke 3, habe ich circa einfach gemessen 23 cm. Und das sitzt, ich habe das auf dem Kopf gehabt und das sitzt wirklich ganz schön locker. Hier habe ich für den Kragen mit Bündchenmuster 20 cm gestrickt. Und insgesamt von Bündchen hier bis zur Spitze habe ich, Moment, so 26, 27 cm würde ich sagen. Denk bitte dran, das ist Wolle, die dehnt sich, egal ob das reine Wolle ist oder irgendwelche Mischung, es dehnt sich. Wenn du jetzt hier zum Beispiel angenommen 27 cm hast, dann die andere Seite hast du auch 27 cm. Und das sitzt dann ganz, ganz schön locker. Wir kommen jetzt erstmal zu der Skizze. Ich würde vielleicht Wolle, erstmal Wolle. Schau mal, kein Schreck kriegen. Ich bin für den Rest von Winter vorbereitet schon, wie du siehst. Und habe mir diese große Knolle gekauft. Das sind 400 Gramm.
1040 Meter für Stricknadel in der Stärke 3,5 bis 4,5. Ich würde jetzt mit euch mit Nadelstärke 4 stricken. Wir haben hier 100% Polyacryl, das ist ganz tolle, zarte rosa Farbe. Ich weiß nicht, wo die Farbe hier steht, falls euch die Farbe was zusagt. 132 von Gründel, Big Mama. Ich habe die Wolle deswegen gekauft, weil ich habe zwei solche Knollen noch in Mint gekauft für Babydecke. Ich würde wie der Oma. Und deswegen habe ich auch die rosanen gleich genommen für eine Mütze. Stricken würde ich jetzt mit 42 Maschen. Macht ihr immer, das wiederhole ich, ich würde mit euch das Stricken jetzt auch kraus rechts, macht ihr, bevor du anfängst zu stricken, macht ihr kleine Muster oder kleine Probe mit der Wolle, mit der du stricken möchtest. Mach einfach zum Beispiel 22 Maschen, die zwei sind für die Randmaschen, und dann strickst du, sagen wir, 20 Reihen oder sogar 30 Reihen, ist egal, nach oben. Wie du das nachher ausrechnen musst, findest du bei mir auf meinem Kanal, wie man die Maschen ausrechnet, und dann musst du Kopfumfang und das Ganze, musst du dir das erstmal ausrechnen. Nicht, dass du hier einen Sack kriegst und die ganze Arbeit war umsonst. So, zu der Skizze. Wir haben jetzt, wie ich schon sagte, vielleicht komme ich jetzt ein bisschen näher zu dir. Also, ich würde 42 Maschen anschlagen und jetzt muss ich Maschen zunehmen. Das ist das hier, wo wir die Maschen zunehmen. Und das Ganze achtmal in jede zweite Reihe. Wir machen das natürlich auch zusammen. So, achtmal in jede zweite Reihe. Okay? Wie ich das mache, natürlich zeige ich dir, das würden wir alles zusammen machen. Das Einzige, was du alleine machst, du strickst alleine bis zu diesem Punkt, wo wir, was ich hier auf meiner alten Skizze habe, wo wir die Maschen abnehmen und wieder zunehmen. Das heißt, das Ganze hier strickst du nachher alleine. Wir stricken zusammen. Dann das hier und hier kannst du wieder alleine stricken. Aber das Ganze, wir kommen dazu. Wir haben jetzt, müssen wir hier einen Zopf haben. Ein Zopf, das heißt, das, was sich ganz schön hier biegt, das kann man hier ganz gut erkennen. Das ist der Rand hier. Würden wir das nicht machen, dann würde das hier wahrscheinlich so aussehen. Und dadurch, dass wir hier diese Zopf gestrickt haben, das ist nicht ganz, das ist kein Zopf mit Zopfnadel gestrickt, das sind nur linke Maschen und in der anderen Reihe strickst du die nach rechts und deswegen entsteht dieser Zopf. Würden wir das nicht machen, dann würde das hier natürlich auch nicht schlimm, aber das würde nicht so schön und dieser Rand sieht jetzt viel schöner aus. So, das ist das hier, was hier entsteht. Wenn ich das jetzt so zeichne, das heißt, das geht bis zu Ende. So, und hier muss das jetzt so gehen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir ganz am Ende. Uns interessiert jetzt das, was wir bis jetzt, sagen wir, bis diesen Punkt hier stricken. Okay, ich mache das so.
und wir stricken das Ganze nur rechte Maschen. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt, ja. Okay, wir würden das jetzt 42 Maschen anschlagen und dann weiterarbeiten. Ich habe meine Maschen schon angeschlagen und jetzt stricken wir die erste Reihe. Die erste Reihe, die Randmasche, die hebe ich und die erste Reihe strickst du ganz normal nach rechts. Alle Maschen strickst du nach rechts in der ersten Reihe. Die vorletzte Masche. Moment. So, jetzt bist du richtig. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wenden wir die Arbeit und haben jetzt die zweite Reihe. Und ab jetzt würden wir in jede zweite Reihe insgesamt 8-mal eine Masche dazu nehmen. Wir machen das so, nicht mit Umschlag, sondern ich nehme die Masche so. Die rechte Stricknadel schiebst du hier von oben, schau mal, so rein und drehst das. Siehst du, das wird gedreht jetzt. Nochmal von oben und jetzt drehen. So, da entsteht so ein Knoten. Siehst du, auf der rechten Stricknadel, das ist schon deine Masche. Jetzt die nächste Masche, die strickst du nach rechts. Warte mal, ich habe hier... Die nächste Masche nach dem Umschlag, kann man, nennen wir das Umschlag, strickst du eine Masche rechts und jetzt eine Masche links. Ab jetzt kannst du dir hier zum Beispiel ein Markierer legen. Dann weißt du genau, wo du die Maschen zugenommen hast. Die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts, weil wir kraus rechts stricken. Stricken wir die alle Maschen jetzt nach rechts. Bis zur letzten Masche. Die letzte Masche stricken wir nach links. Und dann wenden wir die Arbeit und stricken die nächste Reihe wieder alle nach rechts. Aber dazu kommen wir. Wir stricken erst jetzt die zweite Reihe, nach der wo wir die Zunahme gemacht haben. Stricken wir alle Maschen bis zu Ende nach rechts. So, die letzte ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wenden wir wieder die Arbeit. Oh, ich glaube, ich muss meinen Mann bitten, dass er mir kleine Knollen von dieser große macht, weil das ist unbequem so zu stricken. So, jetzt stricken wir wieder die nächste Reihe mit rechten Maschen, die Randmasche, und alle Maschen stricken wir rechts, bis wir zu der Masche kommen. Ich zeige dir dann die Masche gleich, wo wir die in der vorigen Reihe nach links gestrickt haben. Da entsteht diese kleine Zöpfchen, entstehen dadurch. So, jetzt alle Maschen nach rechts erstmal. Die letzte Masche von meinem Markierer, den muss ich jetzt wegnehmen, weil das nervt mich, das Gummi. Und ich nehme mir roten. So, und jetzt kannst du hier sehen, dass schon ein kleines Zöpfchen entstanden ist aus der einen Masche. Und die Masche strickst du ganz normal nach rechts. Dann noch eine rechte Masche und die letzte Masche ist gestrickt nach links. Dann wenden wir die Arbeit und machen Zunahme das zweite Mal jetzt. Ich mache mir hier ein Zeichen. So, wieder von oben drehen und da haben wir schon die erste Masche. Dann die nächste Masche, die stricken wir rechts und die stricken wir die zweite auch rechts. Jetzt, wenn du kein Markierer hast, dann kannst du das
wenden, schau mal, und da siehst du, dass die dritte Masche hier musst du nach links stricken. Die strickst du einfach nach links. Und die restlichen Maschen strickst du nach rechts, bis du zur letzten Masche kommst. Die letzte Masche strickst du nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst alle Maschen nach rechts, bis du wieder bei letzte Masche bist. Die strickst du nach links. Und wir sehen uns dann in nächster Reihe, wo wir wieder die Zunahme machen. Das wäre dann das dritte Mal. Und ich mache das achtmal. Die nächste Reihe, in der wir wieder eine Zunahme machen, ich zeige euch jetzt noch die Reihe und dann kannst du weiter alleine stricken. Wenn du das jetzt achtmal zunehmen möchtest, so wie ich, dann kannst du das achtmal machen. Vielleicht willst du das hier, Moment, vielleicht möchtest du das ein bisschen schmaler haben, dann machst du das natürlich nicht achtmal, sondern zum Beispiel sechsmal. Das sind Sachen, die vielleicht manche von euch nerven, dass ich nicht direkt sage, das ist für die Größe und so die Größe. Wir sind nicht alle gleich. Das heißt, nicht jeder hat Größe 38, Konfektionsgröße. Nicht jeder hat Konfektionsgröße 40. Deswegen, das, was ich euch zeige, ich habe das letztes Jahr gesagt, ich habe das vorletztes Jahr gesagt und ich sage das immer wieder in diesem Jahr auch. Dass das, was ich euch zeige, das sind nur Beispiele. Die Maschen, die musst du dir selber ausrechnen. Es tut mir leid, ich bin nicht in der Lage, für jede Größe die Maschen auszurechnen. So, wir sind in der Reihe, wo wir das dritte Mal die Zunahme machen. Und wieder machst du deine Stricknadel. Von oben hebst du den Faden und drehst deine Stricknadel. Bisschen fester hier ziehen, dass der Knoten nicht so weit ist oder die Masche. Und jetzt eine Masche rechts, das sind jetzt insgesamt drei Maschen. Die nächste und jetzt, wenn du keinen Markierer hast, dann kannst du das drehen und da siehst du schon dein Zöpfchen hier. Das heißt, die nächste Masche musst du jetzt nach links stricken. Markierer kommt wieder auf die rechte Stricknadel und die restlichen Maschen stricke ich nach rechts. Und das Ganze, wie gesagt, wiederholst du so lange, bis du, sagen wir jetzt, bleiben wir bei den 8, bis du die 8 Maschen zugenommen hast. Wenn ich die 8 Maschen zunehme, dann komme ich wieder zu euch und dann sage ich euch und erkläre euch, was du weitermachen musst. Ich habe das schon fertig. Ich habe das extra jetzt hier so hingelegt, um euch das zu zeigen, zum Erklären. Wir haben jetzt das hier fertig. Wie du siehst, ich habe hier diese, nennen wir das Zopf. So, das ist die Falte, die nachher hier, das alles wird hier am Rand zugenäht. Das war schon fertig, so richtig. Wir stricken jetzt nach oben. Am besten, ich zeige dir das auf der Skizze. Das ist, ich glaube, die beste Idee. Weil, schau mal, wir sind jetzt sind wir hier. Das haben wir bis jetzt fertig gestrickt. Das heißt, wir sind jetzt hier und jetzt strickst du nach oben so viele Zentimeter, wie du für deine Mütze oder für deinen Schal oder für dein Lob, nenn das, wie du das willst, so viele Reihen oder so viele Zentimeter strickst du jetzt nach oben, wie viel du brauchst. Ich habe euch das am Anfang schon gesagt, wir sind jetzt ungefähr hier, schau mal, und jetzt musst du nach oben stricken.
was ich jetzt noch dazu sagen kann, wir machen keine Zunahme. Wir machen hier keine Zunahme mehr. Wir stricken, schau mal, bei mir sind das jetzt insgesamt bis zum Markierer 2, 4, 6, 8, 10 Maschen. 10 Maschen und hier nimmst du keine Masche dazu. Das heißt, du strickst ganz normal eine Randmasche, alle rechts, rechts, rechts. Dann die hier, wo diese Zöpfchen entsteht auf der anderen Seite, die strickst du nach links. Die letzte Masche, die Masche vom Markierer, strickst du nach links. Dann strickst du alle Maschen rechts, die letzte Masche strickst du nach links. Wendest du die Arbeit, erste heben, die restlichen Maschen alle nach rechts, auch die Masche, die hier als unser Zöpfchen, ich stricke das so, dass ich alle Maschen von vorne stricke nach rechts, die eine stricke ich, Entschuldigung, verschränkt. Dann stricke ich weiter alle Maschen rechts, die letzte links, das ist die Randmasche, wieder wenden und wieder ohne irgendwelche Zunahme, Maschen rechts, die eine vom Markierer, strickst du nach links, die muss hier als rechte erscheinen und so weiter und so weiter. Und das strickst du so weit, bis du die richtige Höhe erreicht hast, wo wir jetzt hier dann die Maschen abnehmen. Aber dazu kommen wir, wenn wir schon so weit sind. Also kannst weiter stricken. Also, was ich euch noch, ich habe das auf der Waage jetzt gehabt, falls euch das interessiert, wie viel Gramm ich für das Lob hier oder für die Mütze verwendet habe, ich habe das jetzt auf der Waage gehabt und das sind genau 110 Gramm, falls euch das hilft. Na hier, wenn die schon fertig ist, weil hier kann ich euch natürlich nicht sagen, wie viel ich von diesen ganzen großen Knolle verwende. Lege ich das auch auf die Waage, falls du auch diese Wolle verwendest und sag euch, wie viel Gramm haben wir hier verbraucht. Okay? Ich schreibe dir das noch unten unter diesem Video, wie viel Gramm ich für diese Altrosa verbraucht habe. Die 25 cm bei mir sind schon fertig. Denkt bitte dran, dass die Mütze, das ist keine richtige Mütze, so wie wir das als Mütze kennen, dass das fest hier sitzt. Das muss ein bisschen lockerer sitzen. Schau mal, hier habe ich die Fotos nochmal für euch. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Siehst du, das sitzt locker und dann haben wir hier den Kragen. Das ist Ellie. So. Siehst du, das muss hier, das ist nicht hier so um den Kragen fest. Übrigens, wenn ich schon so weit bin mit den Fotos, das musst du nachher auf der linken Seite, wenn das genäht ist, ich habe das hier nicht gemacht, deswegen sieht man das so doll, musst du das nass ganz leicht bügeln. Dann wird das nicht so doll zu sehen. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt insgesamt 25 cm hier. Für den Lob oder Mütze nennen wir das dann Lob. So, 25 cm. Wie du siehst, das ist diese Leiste, was ich euch gesagt habe, dass wir haben hier diese geraden, sauber Rand. So sieht das auf der Seite aus und wenn das geknickt ist so, dann haben wir das hier ganz sauber. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite, hier ist unsere Leiste, wie du siehst, wir müssen auf der anderen Seite jetzt Maschen abnehmen. Und zwar hier 10-mal in jede zweite Reihe. Wie du weißt, hier haben wir 8-mal in jede zweite Reihe. Maschen zu genau und hier 10-mal in jede zweite Reihe
Masche abnehmen. So. Wenn wir das fertig jetzt haben, dann müssen wir wieder hier Maschen zunehmen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber ist einfacher, als in Runde zu stricken. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre für euch, für Anfänger, wäre das das Beste. Ja, hier haben wir die Hälfte erreicht. Ja, und dann kommt das hier. Ich mache das so. Moment. So. Hier haben wir die Hälfte erreicht. Und was ich noch dazu sagen möchte, wir stricken weiterhin bis zu Ende. Bis zu Ende machen wir unser Knick hier, unser Zopf. Da, das bleibt da. Ich stricke jetzt noch eine Reihe. Du siehst, wir haben das hier auf der Seite, wo ich gerade bin. Sagen wir so, ich bin jetzt auf der linken Seite. Du siehst, hier ist die linke Masche und hier ist die rechte Masche. Und wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo unser kurzes Ende ist. Also stricke ich noch eine Reihe. Die Randmasche und dann stricke ich bis zu die letzte Masche vom Markierer nur rechte Maschen wieder. Fertig. Und wie du siehst, hier ist unser Zopf. Das heißt, die stricke ich wieder nach links. Die restlichen Maschen, alle strickst du nach rechts. Die letzte Masche ist die Randmasche, die wird nach links gestrickt. Alle Maschen jetzt wieder nach rechts, so wie du das bis jetzt immer gemacht hast. Wie du siehst, ich bin jetzt hier auf der Seite, wo mein kurzer Ende ist, wo ich angefangen habe. Die andere Seite mit der Leiste ist hier. Und ab jetzt würde ich 10-mal eine Masche, je eine Masche abnehmen. Wir müssen jetzt das hier erreichen und dann sofort nach der Abnahme, nach der 10. Reihe, machen wir wieder Zunahme. Wie wir das machen, ich zeige dir das jetzt. Wir ganz einfach, die Randmasche, die bleibt. Die erste Masche ist die Randmasche, die hebe ich. Und dann die nächsten zwei Maschen strickst du zusammen verschränkt. Fertig. Die restlichen Maschen strickst du alle wie bis jetzt gestrickt, alle nach rechts. Und dann die letzte Masche strickst du nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit, die erste Masche heben. Und dann alle Maschen rechts, bis du zu deinem, bis die letzte Masche vom Markierer, die strickst du wieder nach links. Vergiss das nicht, wir stricken weiterhin dieses kleine Zöpfchen hier. Da ändert sich nicht. Bis jetzt strickst du nur rechte Maschen. Jetzt wendest du die Arbeit wieder. Strickst die zweite Reihe. In der ersten haben wir die Abnahme gemacht. Und die zweite Reihe strickst du so wie bis jetzt. Schau mal, die Randmasche, dann die rechten Maschen. Und dann haben wir eine Masche vor dem Markierer, die wir nach links stricken. Das ist unser Zopf hier. Markierer wieder auf der rechten Stricknadel. Und die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts. Die letzte Masche strickst du nach links, das ist die Randmasche. Wir wenden die Arbeit und jetzt machen wir wieder Abnahmen. Das heißt, die erste Masche ist die Randmasche und dann zwei Maschen zusammen verschränkt. Das heißt, von hinten die rechte Stricknadel schiebst du von hinten unter den zwei Maschen, holst den Faden und damit machst du zwei Maschen zusammen. Die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts,
bis du die letzte Masche hast. Die strickst du nach links. Jetzt alle Maschen strickst du ganz normal wie bis jetzt nach rechts. Du wendest wieder die Arbeit und wirst wieder auf der Seite, wo du die eine Masche links stricken musst. Die erste ist die Randmasche. Danach strickst du rechte Maschen bis zum Markierer. Die eine Masche vor dem Markierer strickst du natürlich nach links. So, die eine strickst du nach links und dann kommt der Markierer hier und die restlichen Maschen bis zu Ende strickst du nach rechts. Die letzte Masche wieder nach links, das wäre dann die Randmasche. Wir wenden jetzt die Arbeit wieder und machen das dritte Mal die Abnahme. Die Abnahme mache ich noch mit euch und dann die nächsten 7 Male machst du alleine, bis du insgesamt 10 Mal das gemacht hast. Die erste ist natürlich die Randmasche und dann 2 Maschen zusammen verschränkt. Von hinten die rechte Stricknadel, Faden holen. Fertig. Hier kannst du schon sehen, dass man das schon leicht erkennen kann, die Abnahme. Jetzt die restlichen Maschen, die auf der Stricknadel sind, strickst du nach rechts. Die letzte Masche strickst du nach links, dann wendest du die Arbeit und strickst bis zum Markierer alle Maschen nach rechts. Die eine Masche vom Markierer strickst du wieder nach links, die restlichen nach rechts und so weiter und so weiter. Dann wendest du die Arbeit und machst wieder eine Randmasche, 2 Maschen zusammen. Und wie ich schon sagte, das Ganze machst du insgesamt 10 Mal. Und wenn wir das fertig haben, dann sehen wir uns wieder. Okay? Wenn du mit der Abnahme jetzt soweit fertig bist, ich habe 10 Mal, ich wiederhole das, 10 Mal in jede zweite Reihe Masche abgenommen. Jetzt muss ich die Maschen zunehmen. Das wäre jetzt das, was ich euch gesagt habe. Jetzt müssen wir in jede zweite Reihe Maschen zunehmen. Hier haben wir die Maschen abgenommen. Und jetzt würden wir die Maschen zunehmen. Das heißt, jetzt müssen wir 10 Maschen zunehmen in jede zweite Reihe Maschen zunehmen. So. Wie du weißt, hier am Anfang haben wir das so gemacht, dass wir haben gleich die Maschen zugenommen. Das zeige ich dir gleich, wie wir das jetzt machen. So, ich meinte, dass hier haben wir die Maschen am Anfang mit dem Zopf hier zugenommen und wir haben das so gemacht, dass wir gleich am Anfang die Masche so gemacht haben. Ich zeige dir das jetzt nochmal. Wir stricken jetzt, wir machen keine Zunahme, so wie wir hier am Anfang gemacht haben. Wir machen das jetzt so, dass wir die erste Masche heben. Okay. Nach der ersten Masche, gehobene Masche, machen wir eine Schleife oder Schlinge oder wie das da heißt, Öse, glaube ich, auch Öse. Siehst du, so ist das, wenn man zu schnell sein will. Moment, so meine Randmasche zurück. Und jetzt machst du eine Schleife hier und nimmst die Masche zu. Mach ein bisschen fester, nicht, dass da irgendwelche Löcher entstehen. Und jetzt haben wir eine Masche zugenommen. Ich muss mir das natürlich auch aufschreiben, wie viele Male, du kannst das nachher zählen, aber ich mache mir immer ein Kreuz, dass ich weiß, dass ich die Masche zugenommen habe, das erste Mal. Und das Ganze muss ich 10 Mal machen. Das heißt, wir stricken weiter nach der Zunahme, wir stricken weiter ganz gewöhnlich bis jetzt nur rechte Maschen. Vergiss nicht, in deinem auf der anderen Seite oder die Rückseite, wir haben jetzt die Seite, wo wir die Masche zugenommen haben. Dann stricken wir alle Maschen nach rechts,
von vorne, weil die erscheinen hier als linke Maschen, dann stricken wir die von vorne. Und die eine Masche, die du als Zopf gestrickt hast, hier, die strickst du von hinten verschränkt. Das heißt, wir stricken jetzt ganz gewöhnlich rechte Maschen. So, unser Markierer kommt jetzt hier auf der rechten Seite und unser Zopf und dann wieder ganz normal rechte Maschen bis zu Ende. Die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links, die linke Masche. Dann wende ich die Arbeit und stricke die zweite Reihe. Die zweite Reihe, denk bitte dran, wenn du Markierer hast, musst du nicht dran denken, der erinnert dich danach. Aber wenn du keinen Markierer hast, dann denk bitte dran, die letzte Masche vom Markierer, die strickst du nicht nach rechts, sondern nach links. Die muss da auf der anderen Seite als rechte erscheinen. Und dann die restlichen Maschen strickst du ganz normal nach rechts. Die letzte Masche strickst du nach links. Das ist die Randmasche. Wir wenden jetzt wieder die Arbeit und wir sind jetzt wieder bei der Reihe, wo wir zunehmen müssen. Also, die erste Masche ist die Randmasche und dann müssen wir eine Masche zunehmen. Also machen wir wieder eine Schleife, ganz normal Schleife so. Und jetzt kommt die Masche hier auf die rechte Stricknadel und hier ziehen wir ein bisschen fester. Wir möchten da keine Löcher haben. Denk bitte dran. Und dann die restlichen Maschen strickst du wieder nach rechts. Alle Maschen von vorne, die Masche, wo bei uns dieser Zopf entsteht, stricken wir verschränkt nach rechts. Dann wendest du die Arbeit, strickst die Maschen ganz gewöhnlich nach rechts. Die vorletzte oder die letzte vom Fräulein, das sind meine Stricknadel. Sie versucht mir die Stricknadel zu knabbern. Wo war ich jetzt? Ach, Elli. Die vorletzte vom Markierer oder die letzte vom Markierer, die strickst du wieder nach links und dann alle Maschen wieder nach rechts bis zur letzten Masche. Die strickst du nach links, das ist wieder die Randmasche. Du wendest jetzt wieder die Arbeit und wir sind jetzt bei der Reihe, wo wir die dritte Zunahme nehmen oder machen. Die Randmasche, die hebe ich ganz normal gewöhnlich und dann machst du wieder deine Schleife so und machst wieder eine Zunahme. Bisschen fester ziehen und ganz normal wieder die Reihe bis zu Ende rechte Maschen, die nächste Reihe wieder rechte Maschen. Ausnahme ist die eine Masche, wo du die links strickst und dann wieder die Arbeit wenden und wieder eine Zunahme. Das Ganze, wie gesagt, machst du 10 Mal. Das müssen wir ganze 10 Mal machen. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wenn wir das schon fertig machen, haben. Dann sind wir schon hier. Das sind die 3 Punkte, die wir jetzt gemacht oder machen. Danach strickst du ganz normal. Moment, ich mache das so, wie ich das hier gemacht habe, dass das ein bisschen klarer für euch ist. Schau mal, das ist jetzt die Stelle, was ich hier gezeichnet habe. Das hier. Hier müssen wir nachher wieder Maschen abnehmen. Wir machen das genauso wie hier im Grün. Machen wir das auch hier. Also, ich habe hier insgesamt circa von hier gemessen bis hier habe ich circa 25 cm gestrickt. Okay?
Wenn das einfacher, Entschuldigung, für euch wäre, dann du kannst das von hier aus messen, von diesem grünen bis hier, wo wir wieder anfangen. Insgesamt musst du die 25 cm oder vielleicht bei dir sind das 20 cm erreichen. Und dann dieses zweite Teil muss genau so sein wie das erste. Du kannst das natürlich so machen. Du strickst weiter, weiter, weiter. Und dann, ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich habe das immer wieder, weißt du, so zusammengelegt, dass die zwei, ich mache das anders für euch. Ich weiß, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe das jetzt ganz einfach gemacht. So, so ist das. Hier haben wir 8 Mal in jede zweite Reihe Maschen zugenommen. Hier würden wir die wieder abnehmen. Hier haben wir die abgenommen. Hier sind wir gerade dabei, die zuzunehmen. Das ist die Mitte. Es muss so sein. Das muss hier alles zusammenpassen, wie du siehst. So muss das aussehen. Das ist hier das obere Teil. Das hier. Siehst du? Wir nähen das nachher, wenn wir das zusammennähen, machen wir das da rund. Weil wenn wir das so lassen, dann haben wir hier so eine Spitze, das wollen wir nicht. Das wird jetzt hier natürlich umgekrempelt. Das ist das, was wir hier haben. Siehst du? Und das wird festgenäht. Jetzt komme ich, aber hallo, jetzt stricken wir nicht mehr ab heute, sondern wir basteln. So. So, das ist unsere Mütze. Quatsch. So, das ist unsere Mütze jetzt. Siehst du, wir haben hier, hier kommt unser Kopf raus. Hier ist das obere Teil. Und hier würden nachher die Maschen zugenommen. Und hier würden wir unsere Bündchen stricken. Wie du siehst, das ist im Grunde genommen das, was ich euch jetzt hier gezeichnet habe. Na, nicht hier, sondern das kleine Stückchen. Wie ist das hier? Das ist das, was wir, Entschuldigung, gerade gezeichnet haben. Wir haben hier einfach, Moment, jetzt bin ich besser. Wir haben einfach das jetzt mit einem Stück Papier gemacht. Das ist, glaube ich, einfacher für euch, als ich euch das immer wieder erkläre hier und irgendwelche Quatsch erzähle. So, das kann hier bleiben für uns. Das müssen wir nicht wegschmeißen. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade dabei, in jede zweite Reihe eine Masche zu nehmen. In jede zweite Reihe 10 Mal Maschen zu nehmen. Wenn du das schon fertig hast, dann strickst du das zweite Teil von deiner Mütze nach oben. Das heißt, bis diesem Punkt, ich möchte das hier so zeichnen, bis diesem Punkt strickst du ganz normal gerade. So wie du das hier gemacht hast. Also nochmal 10 Mal Maschen zunehmen in jede zweite und dann genau so ein Teil, sagen wir bis hier, weil nach hier müssen wir die Maschen hier abnehmen. Und wenn wir das schon fertig haben, dieses Teil, dann komme ich wieder und wir machen weiter. Danach müssen wir wieder Maschen aufnehmen, hier unten, und unsere Kragen stricken. Ich bin jetzt schon so weit mit meiner Arbeit. Und vielleicht hier kann ich das sagen. Du musst, wie ich schon gesagt habe, du musst genau so viele, sagen wir, Rippen haben auf der Seite. Und auf der Seite. Ich habe das jetzt so gezählt,
ab diesem Moment, wo ich hier die Maschen ganz am Anfang, wo wir die zugenommen haben, nach dem Maschenanschlag haben wir nach hier die Maschen zugenommen und kraus rechts gestickt. So habe ich das jetzt auch gemacht, bis diese Stelle, wo wir jetzt die Maschen abnehmen. Das heißt, ich habe hier ab hier gemessen, ab diesem Punkt gemessen. Ich habe hier extra für euch so grüne Wolle genommen und direkt die, das sieht man hier nicht, ich glaube, wir müssen das auf der anderen Seite machen. Warte. Schau mal, ich habe das hier direkt genau in der Mitte gemacht. Siehst du hier, wo wir die Maschen abgenommen haben, wo wir unsere Pyramide haben und dann die Maschen zugenommen haben, das ist die Mitte. Das kannst du dir mit einem Faden hier markieren, direkt genau in der Mitte. Und dann weißt du, wie viele Reihen oder wie viele Rippen, nennen wir das Rippen, ab diesem Punkt bis zu dem Faden sind. Bei mir sind das, da wo wir angefangen haben, bis zu dem Faden sind das, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht, wo mein Zettel ist, also 34 Rippen. 34 Rippen sind das und genauso viel musst du jetzt hier haben. Bei mir sind das auch 34 jetzt und jetzt muss ich die Rippen wieder abnehmen. Das heißt, wir sind jetzt hier bei diesem Punkt. Hier, genau hier, wo wir jetzt die Rippen oder beziehungsweise die Maschen abnehmen. Das ist so ein Trick. Nicht, dass du, also wenn du nicht weißt, was ich meine mit Rippen. Das sind die Rippen und da zählst du. Eine Rippe, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so weiter. Okay? Wir fangen jetzt an mit der Abnahme. Denk bitte dran, dass das genau auf der Seite ist, wo du hier angefangen hast. Das muss genau so sein, wie das hier war. Hier Zunahme und jetzt Abnahme. 8-mal in jede zweite Reihe. 8-mal. Ich habe so ein Gefühl, dass von meiner Knolle nicht, die Knolle wird nicht kleiner. Naja, 400 Gramm ist schon was. Okay, dann können wir jetzt anfangen mit der Abnahme. Die erste Masche, also ich markiere mir das einfach so mit, zeichne mir, wie viele ich abgenommen habe. Das ist die erste Abnahme. Die erste Masche heben und dann die zwei nächsten Maschen verschränkt zusammenstecken. Dann wieder rechts, rechts, rechts und so weiter. Rechte Maschen. Die letzte vom Markierer wieder nach links. Markierer geht auf die rechte Stricknadel und die restlichen Maschen strickst du wieder alle nach rechts. Du strickst, bis du die letzte Masche auf der linken Stricknadel hast, die strickst du wieder nach links, das ist die Randmasche. Dann wendest du wieder die Arbeit und strickst in der Reihe wieder alle Maschen nach rechts. Die Maschen strickst du, die erste ist natürlich die Randmasche, die hebe ich. Dadurch entsteht mir hier ganz tolle, sauber Rand, das weißt du. Und die restlichen Maschen strickst du nach rechts. Alle Maschen von vorne, weil die erscheinen hier als linke, das heißt, ich stricke die nicht verschränkt, sondern von vorne steche ich oder schiebe ich meine rechte Stricknadel. Nur die eine Masche, die wir hier links in Folgereihe gestrickt haben, die strickst du verschränkt, rechts aber verschränkt. Und das machst du jetzt bis zur letzten Masche. Die letzte Masche strickst du nach links, das ist wieder die Randmasche. Die nächste Abnahme,
eine Randmasche und die nächsten zwei Maschen strickst du rechts zusammen verschränkt. Dann weiter rechte Maschen und die eine Masche vom Markierer, die stricken wir nach links. Und restlichen Maschen stricken wir alle nach rechts. Die letzte Masche strickst du wieder nach links. Dann wendest du die Arbeit und die nächste Reihe strickst du alle Maschen nach rechts. Jetzt kommt die dritte Abnahme, Randmasche, zwei Maschen zusammen verschränkt. Also von hinten. Faden ziehen. Rechtsmaschen. Und die vor dem Markierer, die eine, strickst du nach links. Und ich hoffe, du hast das die ganze Arbeit so gemacht, dass die eine Masche vor dem Markierer du nach links gestrickt hast. Dann die restlichen Maschen strickst du wieder nach rechts. Die letzte ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit wieder alle Maschen nach rechts. Und dann die Arbeit wenden und wieder Abnahme. Eine Randmasche und zwei Maschen zusammen verschränkt. Und das Ganze machst du 8-mal. Das ist jetzt bei mir das 3. Mal. Du machst das alles 8-mal. Das erste Teil von unserer Arbeit, von unserem Lob, haben wir beendet. Das heißt, wir sind jetzt hier, wo wir die alle Maschen abketten müssen. Ich kann euch zum Beispiel das auch scannen und am Anfang von diesem Video liegen, dass du dir vielleicht das auch irgendwie abschreiben kannst, je nachdem. Das mache ich. Wir würden jetzt die Maschen abketten. Guck mal, ich bin jetzt hier auf der Seite. Schau mal, ich habe hier am Anfang die Maschen zugenommen. Das hier. Jetzt habe ich die Maschen abgenommen. Das kurze Ende, wo wir unsere Arbeit angefangen haben, ist hier. Und ich würde hier die Maschen abketten, dass ich das Ende von meiner Knolle, was ist bei meiner Knolle hier, meine kleine Knolle, dass ich das hier beende, dann habe ich sofort den Faden hier, um den Knick hier zu nähen. Wie du die Maschen jetzt abkettest, mach das so, wie du das gelernt hast. Ich mache das so, dass ich die erste Masche hebe, die Randmasche, dann die nächste Masche stricke ich nach rechts und die erste gehobene ziehe ich über die gestrickte. Dann wieder eine rechts stricken und die über die gestrickte ziehen und so weiter und so weiter. Das mache ich bis zu Ende und dann die letzte Masche, da komme ich wieder zu euch. Wir haben jetzt die letzte Masche auf der linken Stricknadel, die stricke ich nach rechts und die Masche ziehe ich über die gestrickte. Das war's. Unser erster Teil von unserer Mütze oder Lob haben wir beendet. Jetzt lässt du dir so viel, lass lieber ein bisschen mehr von den Faden als zu wenig. Du musst das so gucken, dass du hier das zusammennähen kannst. Okay, warte mal, ich mache das so. Ich würde sagen, das muss reichen. Lieber mehr und wegschmeißen als zu wenig. Und jetzt können wir das hier beenden. Das heißt, wir ziehen den Faden hier raus. Ich habe bestimmt viel zu viel genommen, aber das macht nichts. So. Und jetzt. Warte mal. So. Ich würde das hier rausziehen. Und jetzt einfach Knick, so, und hier nähen wir das fest, hier die Ecken. Wie ich schon sagte, wenn du ein Kordel hier haben willst
um die Mütze hier zum Beispiel, weil die ein bisschen breiter ist als normale Mütze, hier befestigen unter dem Kinn. Warte, ich zeige dir das gleich. Die Mütze brauchen wir nicht. Und ich würde euch das gleich zeigen, was ich meine. So, mein lieber Herr. Da bist du ja. Schau mal. Jetzt kriegt er die Mütze hier von oben. Schau mal, das ist ganz toll. Ist gleich so geblieben. Siehst du, wie das sein soll? Der hat zu große Ohren und das hängt da irgendwie bei seinem, an seinem Ohr. Schau mal, so sieht das aus. So muss das sein. Du krempelst das einfach hier. Siehst du? Das wird normalerweise, oh, das ist immer so, wenn ich auf die Kamera achten muss, du krempelst das von unten, schau mal, nach oben. Siehst du? Wenn du das bei dir machst, ist das viel, viel einfacher und viel schneller als hier auf diesem toten Dings. So, so muss das aussehen. Hinten auch alles schön gerade und. Was ich mit der Kordel meinte, na komm mal. Schau mal, wenn du hier das nicht zu Ende nähst, sondern lässt da zum Beispiel 1 cm Öffnung und auf der anderen Seite auch 1 cm. Dann kannst du mit Strickliesel nach hier ein Kordel machen, der hier raushängt. Den kannst du nach hier fester machen, dass du hier keinen Wind bekommst zum Beispiel. Weil sonst ist das ein bisschen breiter, so soll das auch sein. Das soll nicht wie eine Mütze sitzen. So, das war nur mein Vorschlag. Was du damit machst, überlasse ich wieder dir. Auf jeden Fall musst du jetzt diese Knick zusammennähen. Ich habe bestimmt viel zu viel Wolle gelassen, aber ist egal. Ich bin am Überlegen, ob ich da eine Kordel mache. Ich glaube, ja. Da muss ich mit meinem Mann reden, weil er ist dafür zuständig bei uns. So, jetzt nähen wir einfach die Seiten. Deswegen haben wir auch hier immer die Randmasche gemacht. Ich würde das jetzt so machen, dass ich über die Maschen hier mit meinem Faden gehe, weil ich möchte hier ungefähr 1 cm freilassen, Öffnung lassen, um die Kordel hier zu haben. So, siehst du? So ist das. Das reicht, glaube ich. Ja. Und dadurch, dass wir hier diese Zopf gemacht haben, Zopf ist das nicht, das ist einfach auf der Seite linke Masche gestickt, aber hier entsteht dadurch alles, wie du siehst, ist krausrecht und hier haben wir diese Zopf, ist diese Knick. Und das ist sehr einfacher nach hier zu nähen. Schau mal, würden wir den Knick nicht haben, dann würde das nie so toll liegen hier. Und jetzt, wie gesagt, du nähst die Seite mit dem Streifen hier zusammen. Eine Masche nach der anderen und fest. So, weiter. Eine Masche von hier und eine Masche von unserer Randmasche. Fertig. So. Ich habe so viel Faden jetzt genommen, ich kann Wäscheleine damit machen. Oh Gott, naja, aber aus so einer großen Knolle da habe ich keine Angst, dass ich zu wenig Wolle habe. Und das machst du ganze bis zu Ende. Wenn du das so machen willst wie ich mit diesem Kordel hier, dann lässt du hier am Ende auch so ungefähr 1 cm.
So, und jetzt ist unser erster Teil von unserer Arbeit schon beendet. Wir müssen hier natürlich alles zusammen hier hinten nähen, aber das ist schon fertig. Hier habe ich, wie gesagt, Öffnung gelassen, hier auf der Seite genauso. Und jetzt, was wir machen müssen, das ist so, wie das jetzt liegt. Siehst du? Wir machen Folgendes, dass die beiden Teile hier, was vorne sind, wo unsere Gesichtöffnung ist, würden wir ganz leicht miteinander nähen. Nicht fest, was heißt fest, ganz normal, aber nicht viel. Mir geht es um die Breite, weil hier müssen wir jetzt gleich die Maschen aufnehmen. Für unsere Kragen. Also befestigen wir einfach eine Seite mit der anderen. Schau mal, so. Du kannst hier weiter nach vorne auch gehen. Das macht nichts. Wir kriegen hier die, bei dem, in dem Fall die Kordel, und das ist dann. Dann ziehen wir das zusammen, dann wird das hier sowieso am Hals vorne fest sitzen. Ich mache das so mit ein paar Stiche hier und dann ist das fertig. Noch einer. Hier würden wir gleich die Maschen aufnehmen, deswegen lasse ich mir hier die Maschen zum Aufnehmen. Ihr Lieben, jetzt, gleich bin ich damit fertig, jetzt wenn wir die Maschen aufnehmen, nimm für den Kragen, für den Rollkragen hier, nimm mindestens halbes Nummer kleine Stecknadel. Das heißt, der Kragen oder das Bündchenmuster, dass das bisschen, bisschen fester ist. Weil das dehnt sich sowieso. Das kannst du dir schon vorbereiten. Die Stricknadel etwas kleiner Nummer. Und ich beende das hier. Dann kann ich meine 2 Meter, was hier noch geblieben sind, abschneiden. Und wir können weiter arbeiten. Ich lasse hier ein bisschen länger Stück. Dann kann ich das nachher da verstecken. So. Das haben wir jetzt soweit fertig. So sieht das aus. Und als wir das jetzt fertig gemacht haben, habe ich wieder eine neue Idee für das nächste Projekt. Okay, wenn du die Arbeit jetzt so legst, siehst du, hier haben wir die Leiste, die hier zusammengenäht ist, mussten wir, deswegen haben wir das hier befestigt, die beiden Seiten, weil wir würden jetzt hier von der Seite bis der Seite hier Maschen aufnehmen. Ich habe mir schon hier meine Wolle befestigt von meinem Knollen. Das war die Seite, wo ich hier überhaupt angefangen habe, unsere Arbeit. Deswegen war das ganz günstig für mich, dass ich das Ende von meiner Knolle mit dem hier zusammen einen Knoten gemacht habe, und jetzt verstecke ich das und schneide das ab gleich. So, wir fangen jetzt an mit der ersten Masche, die wir jetzt ab hier aufnehmen, einmal. Und jetzt machst du das mit jeder Masche. Und das Ganze bis du... Vielleicht komme ich ein bisschen näher zu dir, dann ist das besser für dich zu sehen. Ich möchte euch noch dazu sagen, denkt bitte dran, dass das jetzt hier eure rechte Seite ist. Okay? Jetzt gibt es hier, ab diesem Moment, wo du das hier umgeknickt hast, das ist die rechte Seite. Es geht nicht anders. Bei dem kann man die nicht als rechte benutzen.
Also musst du die Maschen immer unter die Wand, die vorne hier ist, eine Masche aufnehmen. Die nächste, da guckst du immer, so, fertig. Und wieder eine, fertig. Und das Ganze wiederholst du, bis du alle Maschen aufgenommen hast. Wieso? Weil du hier die Kante hast. Hier muss das auf der rechten Seite natürlich ganz schön glatt sein, sauber. Und die Kante ist innen. Okay? Na hier, wenn du die Seiten vernähst, hast du auch die Seite, die Außenseite oder die rechte Seite, hast du, muss schöner sein als die, die drinnen ist. Jetzt nimmst du die alle Maschen erstmal auf und dann zeige ich dir weiter. Ich habe jetzt alle Maschen aufgenommen und jetzt zeige ich dir, wie viele Maschen ich habe. Wie du weißt, wir haben am Anfang, bei mir waren das 42 Maschen und jetzt habe ich auch 42 Maschen, weil hier, wo wir das hier, oh, jetzt siehst du mich nicht, weil hier, wo wir das zusammen hier genäht haben, wo unsere, ja, diese Leiste ist, da habe ich zwei Maschen, musste ich hier aus dieser Spitze nehmen. Das heißt, ich habe jetzt wieder insgesamt 42 Maschen auf jeder Seite und hier auch 42 Maschen. Okay, das sind 84 Maschen insgesamt, die ich jetzt auf der Stricknadel habe. Jetzt ist die Frage, möchtest du in Reihen stricken? Das heißt, dann strickst du, hier fängst du an mit Randmasche, die hebst du. Die restlichen Maschen strickst du im Bündchenmuster. Das heißt, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Die letzte Masche, die strickst du nach links, das ist wieder die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst so weiter im Bündchenmuster, so wie die Maschen erscheinen. Und so weiter und so weiter. Insgesamt bei mir, bei den altrosenen Schal, das waren 20 cm, was ich den Kragen gestrickt habe. Für mich persönlich wäre das besser jetzt, wenn ich das in Runden stricke, weil ich in Runden lieber stricke als in Reihen. Kann man das auch machen. Wie du das machst, wenn du in Runden stricken kannst, dann entscheide du selber. In Reihen oder in Runden. Wenn ich jetzt in Runden stricke, stricke ich genauso wie in Reihen, nur ich habe dann keine Randmasche, ist klar. Ich muss nur diese Seiten verbinden miteinander. Da hebe ich eine Masche, die andere Masche stricke ich. Schau mal, und schon jetzt habe ich die beiden Seiten, die sind miteinander verbunden. Jetzt kannst du dir hier ein Markierer legen, wenn du in Runden mit mir stricken willst. Und es kann losgehen. Eine Masche rechts. Bisschen fester ziehen, dass da kein Loch entsteht. Und eine Masche links. Ich würde das Bündchen oder den Kragen in einem Bündchenmuster eine rechte, eine linke Masche stricken. Und das Ganze, wie ich schon sagte, ich würde hier auch 20 cm stricken. Wie du weißt, in diesem Altrosa habe ich 52 Maschen angeschlagen und etwas dünne Stricknadel verwendet, weil die Wolle auch dünner war. Auf jeden Fall hier, wie du dich erinnern kannst vielleicht, wir haben hier 42 Maschen angeschlagen und im Grunde genommen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass die Größe ist genauso wie die andere. Deswegen, was will ich damit sagen? Deswegen mach euch immer eine Probe. Mein Vorschlag wäre auch, wenn du dir eine Probe machst, mit der Wolle, die du, die Wolle, mit der du stricken möchtest, mach das paar Reihen oder paar Reihen nach oben, aber 20 oder 21, 22 Maschen, Ellie, nein, und dann
Am besten, das ist auch noch mein Vorschlag, bevor du das alles ausrechnest. Ich mache das auch und ich habe jedes Mal vergessen, euch das zu sagen. Mach das so, dass du die Probe, was du machst, mit nassen Lappen bedeckst und ein bisschen mit leicht, nicht so heiß, bügeln, bisschen so flacher machst, sozusagen. Weil du musst immer denken, dass nach der Wäsche, obwohl wir waschen mit 30 Grad zum Beispiel und Handwäsche, es dehnt sich ein bisschen. Deswegen, bevor du das alles ausrechnest, mach das so, wie ich euch das jetzt gesagt habe. Musst du nicht machen, aber das ist so mein Vorschlag. So, und wie gesagt, ich stricke jetzt in Bündchenmuster 20 cm den Kragen. Also, was wollte ich noch sagen? Bündchenmuster fürs Kragen. Ich bevorzuge immer dieses für Kragen eine rechte, eine linke, weil das ist, das dehnt sich nicht so weit. Schau mal jetzt hier bei diesem Beispiel, was ich gestrickt habe. Das ist eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte, eine linke. Und es kommt darauf an, was du für Wolle verwendest. Wenn ich jetzt hier zwei rechte, zwei linken stricken würde, dann würde das meiner Meinung nach eklig aussehen. Weiß ich nicht. Ich bevorzuge eine rechts, eine links. Wie du das machst, überlasse ich auch euch. Das sind so meine Tipps, was ich euch auf den Weg geben wollte. Jetzt weiß ich, was ich euch noch sagen wollte zu dem Kragen, bevor ich weggehe. Falls du entscheidest, wenn du ausgemessen hast, dein Hals, und du siehst, ich rede jetzt über die 84 Maschen, okay? Bei dir sind das vielleicht mehr, vielleicht weniger, je nachdem, wie viel du hier gehabt hast. Wenn du merkst, dass das zu viel ist für dich, du kannst immer, bevor du mit dem Bündchenmuster anfängst, kannst du Maschen entweder zunehmen, wenn das zu wenig sind, oder abnehmen. Nicht so viele, es geht nicht um 20 Maschen, aber so ein paar Maschen kannst du abnehmen oder dazu nehmen und dann erstmal mit Bündchen anfangen. Im Grunde genommen ist meine Arbeit schon beendet. Wie du siehst, ich habe hier 20 cm Bündchen gestrickt oder Kragen, besser gesagt. Das sind, wie du siehst, 20 cm haben wir hier für den Kragen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, hier das Zusammennähen. Mein Mann hat schon ein Kordel auch, Kordel glaube ich heißt das, gemacht mit Strickliese. Ich sag dir gleich, wie viel Zentimeter er hier gemacht hat. Oh, der war fleißig. Circa 120 cm. Ob das genug ist, weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Jetzt brauchst du natürlich, falls du das auch mit dem Kordel so machen willst wie ich, brauchst du natürlich etwas dicker Sicherheitsnadel, heißt das? Ich glaube ja. Um das Ganze hier rein zu stopfen. Falls du das so haben willst wie ich. Na, das wird nichts. Ich glaube, ich muss die andere nehmen. Das mache ich ganz am Ende. So, jetzt kommt die ganze Arbeit auf die linke Seite erstmal. Ist ganz schön geworden, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt wird das zusammengenäht. Auch hier kannst du das nähen, wie du das willst, wie du das gelernt hast. Ich würde das so ganz einfach hier rund machen. Hier müssen wir die Runde haben. Leg dir die Seiten so gerade, wie es nur möglich ist. Schau mal.
am besten würde ich das gleich, wenn ich das hier habe, würde ich das gleich hier benutzen, um das zu fixieren. So. Fertig. So. Und jetzt fängst du hier an und da machst du ein bisschen runde. So und auch hier, dass das hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, nicht keine Spitzen hat, sondern rund ist. Wenn ich jetzt in meiner Unordnung hier eine Nadel finde, das wäre ja schön. So. Das, wie ich schon sagte, das musst du nicht so machen, wie ich das mache. Da kannst du deine Methode zu nähen nehmen. Ich zeige euch nur die ersten Schritte, wie ich das mache jetzt. Ich befestige gleich diese kurze Ende hier. Dann ist mir das sicherer. So. Jetzt gucke ich da auf der Seite, wie das aussieht. Gut. Und das Ganze nähst du weiter, wie ich das hier mache. So, ja. Und auch hier, denk bitte dran, dass du hier weiter strickst, aber hier das bisschen runder machst. Okay? Und das Ganze bis zu Ende, bis du die ganze. Das Gute ist, siehst du, wenn du in Runden dein Bündchen machst, dein Kragen, dann hast du hier alles schon fertig. Jetzt muss ich nur mein Kordel hier reinschieben. Falls du das ohne gemacht hast, brauchst du das nicht natürlich. Ich finde das, ich habe jetzt so. Und wenn du das fertig hast, hinten genäht, dann ist deine Mütze schon oder dein Lob fertig. Jetzt müssen wir das hier nur ziehen und weiter. Wenn du dich entschieden hast, so wie ich, für so ein Band, dann würde ich an eurer Stelle, ich würde das bei mir gleich machen auch, die Öffnung hier ein bisschen noch zunähen. Wenn du hier zum Beispiel einen Knoten machst, dass das nicht, dass du das nicht verlierst. So ein bisschen auseinanderziehen. Und dann den Knoten, da mache ich gleich. Und im Grunde genommen ist meine Mütze oder mein Schal oder Lob, wie wir uns das aussuchen, den Namen, ist schon fertig. Jetzt muss ich nur das hier verstecken da. Wenn du mit Strickliesel nicht arbeiten kannst, muss ich euch ganz ehrlich leise sagen, ich kann das auch nicht. Das macht mein Mann immer bei uns. Dann kannst du das natürlich mit Stricknadel machen. Wie man das macht, findest du auch auf meinem Kanal. So, und jetzt noch das zweite und dann ist das alles fertig. So, meine Mütze ist schon fertig, wie du siehst. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, schau mal, das
Deswegen haben wir hier 20 cm gemacht, weil das hast du da unten. Ich habe euch das schon gezeigt. Und du kannst das auch natürlich als Maske benutzen. Auf jeden Fall mit dem Kordel hier sieht das Ganze. Du musst bedenken, das muss ganz locker sitzen hier. Der Kopf hier von diesem Mensch ist zu klein dafür. Ich habe das anprobiert und bei mir sitzt das ganz locker und so wie das sein soll. Und hier, schau mal, ich würde das nach vorne ziehen, dann, schau mal, das ist hier alles jetzt rund. Man kann das noch einmal umkrempeln, je nachdem, wie du das möchtest, das ist egal. Bedenk bitte, dass du die richtige Maschenzahl nimmst. Berechne das erstmal. Das war's, meine Lieben. Ich hoffe, du kannst das nachstricken. Und ich würde mich freuen, wenn du mir zum Beispiel Fotos davon schickst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Mira.